herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute nochmal mit Intergastra Backlog Café Del Mar. Backlog. Außenstände, die wir noch nicht abgearbeitet hatten. Dann sag doch aus. Wurscht. Ja. Ja, Café Café Del Del Mar. Mar. Ich tippe mal da plus Coffee, Kaffee Energy mit Ja. Elefant und Strahlen. Was Kaffee immer mit Elefanten zu tun hat, frage ich mich aber häufiger. Auch dieses Kaffeelikör hat auch einen Es Elefant gibt. und so weiter. Was gibt es da Bohnen, die dir ähnlich wie bei Katzen durch den Elefanten laufen lassen? Genau. Ist ja widerlich. Aber sehr, sehr gut, dass du weißt, was ich sagen Ja, will. bitte. Ja, gibt's tatsächlich. Das ist Elefantenkacke-Kaffee. Herrlich. Ja, ganz lecker, ganz lecker. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch je nachdem, müsste ich jetzt mal nachschauen, wo es überall Elefanten gibt, weil Kaffee In Indien kommt und ja. Afrika. Ja, weil, nee, weil bei Kaffeestaaten sind ja so typisch Kolumbien und so Da gibt es irgendwas. aber keine Elefanten. Ja, Also nicht deswegen. natürlich zumindest. Ja, deswegen frage ich mich, aber. Vielleicht ist der Elefant ja auch sowas wie bei Kellogg's Frosties. Die wecken den Tiger in dir Also und weg das dir. den langen Rüssel in dir. No, jetzt ist es soweit. Das sind übrigens die gleichen, die auch die Hallert 7 Cola herstellen. Stimmt, ja. Riecht nach Red Bull, Erbica. ja. Ein Hauch von Milchkaffee. Findest du? Ein bisschen Ich finde, es Röstaroma riecht ist nach. dabei. Ich finde, es riecht nach diesen Asbachpralinen. Also so nach Weil Weinbrand, uralt, oder so was? nach Weinbrandbohne riecht das. Ja, Oder? Schon so irgendwie. so eine Fuselpraline, ja. Ja, Weinbrandbohne. Ist das, was draufsteht. Energy plus Coffee. Im weitesten Sinne halt Coffee. Es schmeckt nicht wirklich nach Kaffee. Nee, es schmeckt, also prinzipiell, also das meiste ist ein RBK. Es ist einfach ein Red Bull. Und da hat irgendjemand ein Espresso reingekippt. Oder eher ein Ristretto. Und das war's. Ja. Aber lustigerweise schmeckt es in der Kombination, Der ist Energy er. frisst die Hauptaromen von dem Kaffee, so kommt es einem zumindest Ja, vor. und da bleibt übrig so ein bisschen, wie gesagt, so ein So ein bisschen bisschen Schokolade. Röstaroma, so ein bisschen Schokolade, so ein bisschen. Ja, also eher, beziehungsweise eher Kakaobohne. Kakaobohne und Kaffeebohne. So eine Mischung aus beidem bleibt da übrig, finde ich. Und hinten raus kommt da dann wieder säuerlich, so typisch RBK. Ja, das kommt hin. Finde ich jetzt nicht Es ist nicht ekelhaft, eklig, aber es ist auch nicht wirklich gut. aber es ist interessant. Es ist interessant und ich würde es mir nie wiederholen. Und zwar nie wieder. Ja, gut, aber das brauch ich nicht begründen, weil ich trinke weder Red Bull-Klone noch trinke ich Kaffee. Ja, aber ich trinke Kaffee. Aber das gibt's mir nicht. Ja, nee, das geht, da hole ich mir dann auch eher einen richtigen, also wenn ich Bock auf Kaffee habe, ne, ist Ja. klar, aber Die es ist. Kombination bringt's, finde ich, aber auch nicht. Nee, also sagen wir so, es ist nicht interessant genug, dass es mich vom Hocker reißt, weil es Nee. gibt Kombinationen, wo ich echt sage, könnte ich mir nicht vorstellen oder würde ich mir nicht holen, aber es gibt trotzdem Kombinationen von denen, wo ich mir nicht holen würde, Ja, aber die wo ich Kombination sage, macht keinen Sinn. das mit der Ausreden, aber du weißt es oder weißt du, was ich Ja. sagen will, ne? Weil, also es gibt so Sachen. Was hatten wir denn? Ein, zwei Getränke hatten wir schon, ja. Nee, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein. Aber so Sachen, wo ich sage, ja, persönlich würde ich es mir zwar nicht holen, aber ich finde es so interessant, dass ich es auf jeden Fall weiterempfehlen würde, Leute zu, ne? Weil nur weil es mir nicht schmeckt, heißt es ja nicht, Für mich dass. wäre das Beispiel Rhabarberschorle. Ich mag eigentlich Rhabarber nicht, aber es ist extrem interessant und deswegen empfehle ich es weiter. Trifft für dich jetzt nicht so, weil du Rhabarber sowieso magst, aber Nee. nee, andersrum, du magst Rhabarber gar nicht, so rum warst. Ja. Ja. Aber das wäre für mich jetzt so ein Beispiel, was du meinst, glaube ich. Ja, oder zum Beispiel die Mate de Pantera. Ja. Ja, das ist unglaublich interessant, würde ich mir nie holen, aber ich würde es trotzdem jedem weiterempfehlen, der gerne Tee trinkt. Ja. Und das da, Ist es nicht. ja, Das ist genau das Gegenteil. das ist interessant, aber ich würde es auch nicht empfehlen. Das ist, ja, schade. Also dafür, um. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich finde die Kombination klingt interessant. Oh, Kaffee plus Energy. Deswegen machen das, glaube ich, auch relativ viele. Es gibt schon einige Energy plus Kaffee-Produkte. Aber nicht so wie das, weil Sie das ziehen ist. es nicht ganz so durch wie das. Die Nein. sagt, andere machen dann Ja, aber Milch-Kaffee-Gedöns und das ist machen ja, auch das Taurin ist. rein oder so. Aber das Ja, ist das ist ja ja wirklich Energy wirklich und Kaffee. Schütt-Schütt. Ja, Schütt-Schütt, genau. Du Und es mischen. Du es mischen. aber geschmacklich.
passt die Kombination nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Es ist nicht, Es ist nicht rund. Es sind einfach zwei unterschiedliche, zu unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Jetzt habe ich es. Es ist nicht Vanilla Coke, sondern es ist Vanilla Pepsi. Was? Aber der Pepsi, Unterschied dazu ist, Pepsi Vanilla ist scheiße, deswegen gibt es die auch nicht mehr. Aber Coke hat es raus, seine, wenn es, wenn die was machen, die, den Geschmack so abzustimmen, dass es perfekt passt. Und hier passt ist die Idee zusammen. Halt nicht verkehrt, aber es passt nicht perfekt. Wobei ich mich echt frage, ob man das, da müsste man entweder so viel Kaffee oder so viel ABK wegnehmen, dass es dann nicht mehr die, die Grundidee ist. Aber egal. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall nicht. Nee, leider nicht. Obwohl es interessant ist, so von der Grundidee. Naja. In diesem Sinne. Schütten. Ja. Ja. Oder wollen wir Dicky noch wach machen? Dicky!